Hey, und willkommen zu einer neuen Folge Solar 2. So, wir sind schon ein ganz schön schönes Sonnensystem mit 7 Planeten. Und jetzt suchen wir mal noch mehr Planeten. Es geht immer noch einer mehr. Oder viele mehr. Ich lasse die Planeten auch mal Steine mampfen. Wenn es geht. So, cool. Wir haben noch einen extra Planeten. Das heißt, ich werde jetzt einen Planet mampfen. Denn, ne, ich lasse immer Raum für einen neuen. Hätten wir eine Mission. Ich mach das mal. Oh, oh. Ein Zwei-Stern-System. Ne, gegen das... Mit dem legen wir uns nicht an. Legen wir uns mit dem an? Ne, oder? Ich weiß gar nicht. Dem haben wir es gezeigt. Aber das ist überhaupt nicht. Was müssen wir denn machen? Ach, ich muss dem 3 Planeten stehlen insgesamt. Oh Gott, Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Ich habe Angst um meine Planeten. Hier bleiben! Hier bleiben, Planet! Nee, der ist schneller, als ich jemals werden kann. Das hat keinen Sinn. Ah, wie soll ich denn so jemals genug Planeten klauen? Ich glaube, ich hab mein Ziel verloren. Naja, dann sammle ich andere Planeten. Na, warum will denn der kein Orbit? Hallo, Planet, grüner Planet. Bitte ein Orbit. Ach, ich habe keinen Platz mehr. Ich bin wieder geschrumpft und zwar voll. Oh Gott. Das geht schnell mit dem Schrumpfen. Na, come on. Okay, hey, ich mache keine Mission mehr jetzt, Leute. Ich mache einfach keine Mission mehr, okay? Machen wir es einfach so. Ich mache einfach keine Mission mehr, dann sind wir schneller. Warum kann ich in dem Planet jetzt zum Beispiel nicht aufnehmen? Ach so, in dem Fall verstehe ich es, ja. In dem Fall war das Problem, dass wir schon voll waren. Ah, jetzt sind wir wieder. Okay, jetzt sind wir immerhin wieder ein Neuronenstern. Ich will jetzt mal... Konzentrieren wir uns mal aufs Wachsen. Nom, 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 nom. Ach so, ich kann jetzt 8 Planeten haben. Oh, guck mal, ich habe ziemlich viele Planeten mit Lebensformen. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich gehe jetzt trotzdem Feindlichen mal aus dem Weg ein bisschen. Das ist mir hier ein bisschen zu gefährlich. So. Die mit ihren Laserschrotflinten immer. Oh nein, der hat mir das vor der Nase weggeschnappt. Gemeinheit. Gemeinheit. Warum habe ich nur 4 Planeten? Was ist mit meinem ganzen Planeten passiert? Habe ich die versehentlich gegessen? Ich glaube nicht, oder? Naja. Ich soll vielleicht nicht immer so durch so Asteroidengürtel durchrasen. Ich wollte nur den Planeten da klauen. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Hey, da ist einer. Komm her. Oh, oh. Ah, wir werden verfolgt. Puh. Was schießen die eigentlich für Riesenraketen? Was sind das für Riesenschiffe? Das ist schon crazy. Oh Gott, nein. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Hilfe. Okay, das war crazy. Das war verrückt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was gerade passiert ist. Ich glaube, wir haben ein paar Planeten verloren, ein paar gestohlen. Ah, wir haben immer noch die Mission, dass wir Planeten stehlen sollen. Das hat jetzt dazu gezählt. Okay.
Wir haben scheinbar einen wirklich erfolgreich geklaut. Also geklaut. Es ist anscheinend egal, von wo wir Planeten klauen. Das ist gut zu wissen. Vielleicht versuche ich dann doch nochmal gezielt einzustehlen. Hier, das ist ein kleines System. Ja, geschafft. Na also. Aber es hat uns auch eine Größenstufe gekostet. Ich verstehe nicht, warum man Missionen in dem Spiel machen sollte. Irgendwie werde ich immer kleiner und kleiner statt größer. Also es, für mich macht das nicht viel Sinn. Entweder bin ich einfach zu schlecht. Vielleicht gehe ich auch einfach zu... Ne? Vielleicht passe ich nicht genug auf. Das kann ja sein. Vielleicht verstehe ich auch noch nicht so ganz, wie das mit Orbitherstellen funktioniert. Weil manchmal habe ich das Gefühl, kann ich gar nicht anders, als dass die Planeten zu mir kommen. So wie jetzt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie einfach voll in mich reinbrettern, obwohl ich die aufnehmen sollte. So, der entwickelt gerade Leben. Den lassen wir mal. Der hat schon Leben. Cool. Schön. Räusper, räusper. Nein, nicht den Planeten zerstören, den hätte ich... Oh, gern. So viel dazu. Ja, neuer Planet. Okay, jetzt sammeln wir wirklich mal Masse ohne Ende. Gut. Mampf. Oh wow, ich habe so viele Planeten mit Leben. Das ist voll irre. Aber alle ohne Leben werde ich jetzt einfach wegmampfen. Damit wir riesig werden. Nein, ich esse die ganzen mit Leben weg. Ich wollte den blauen essen, aber auf dem entwickelt sich gerade Leben. Das habe ich nicht gesehen. Ist auch nicht so wichtig. Holen wir uns einen neuen mit Leben. So. Dafür hat unsere Masse jetzt ordentlich zugenommen. Ich bin gespannt, wo das Spiel noch hinführt, ehrlich gesagt. Bin ich echt schon gespannt. Wie groß wird man noch? Wie weit geht's? Wird man am Schluss ein schwarzes Loch und muss das ganze Universum verschlingen? Dann löst man sich durch Hawkins Strahlung auf. Und dann hat man es durchgespielt. Das wäre jetzt zum Beispiel voll cool, wenn meine Bots jetzt hier die feindliche Sonne kaputt machen würden, damit ich die Planeten von der klauen kann oder die komplett aufnehmen kann vielleicht sogar. Aber das passiert irgendwie nicht. Die attackieren nur die feindlichen Schiffe. Aber ich saug die anscheinend schon an. Jo. Das ist halt irgendwie komisch, weil jetzt habe ich zwar der Sonne ihre Planeten kaputt gemacht, aber ich habe ja auch nichts davon, wenn ich das mache. Ich verstehe das Spiel, glaube ich, teilweise nicht so ganz. Aber es macht voll Spaß. Das ist die Hauptsache. Es ist wirklich cool. So, wir haben es bald. Nicht mehr lange. Dann steigen wir auf. Vom Neuronenstern zum... Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Roten Riesen... Aber dann sind wir tot. Das wäre keine gute Idee. Oder am Sterben zumindest. Na komm, kleiner Planet. Warum willst du denn nicht mit? Jetzt will er mit. So... Ich krieg, glaube ich, schon langsam ein besseres Gefühl dafür, wie ich mit meinem Planeten Steine aufsammeln kann. Aber, nee, gerade wo ich mir dachte, ja, okay, jetzt, glaube ich, verstehe ich, wie es funktioniert, versuche ich es nochmal und es funktioniert gar nichts.
Ja, yeah, okay. Mampf, 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 Mampf. Ah, es hat nicht ganz gereicht, aber ich will jetzt keinen von meinen mit Evolution stationierten Lebenssteinen essen, Planeten. Was? Wer? Ganz genau. Achtung, Planeten, wir müssen hier durch ein Asteroidenfeld. Gut. What happened? Ach so, ich bin jetzt schon ein schwarzes Loch geworden. Okay, kann ich jetzt eine eigene Galaxie werden? Moment mal, ich bin ein Neuronenstern wieder. Warum bin ich jetzt wieder ein Neuronen... Nee, ich bin jetzt ein Neuronenstern und kann nur noch 4 Planeten halten. Und dann werde ich zum schwarzen Loch. Ach so, ich bin quasi jetzt klar, ne? Ich bin kleiner geworden, weil wir gerade zerfallen oder so. Nur dann. Sammeln wir mal Masse. Planet, wo willst du denn hin? Na also. Ups. Ups. Okay, auf zum schwarzen Loch werden. Auf zum schwarzen Loch werden. Ja, auf, um zum schwarzen Loch zu werden. Nom, 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 nom. Das war ein ordentlicher Brockenplanet. Der war köstlich. Guckt euch mal die leckeren Planeten hier an. Nein! Ja, schade. Die hätte ich gern gemampft. Na komm her, du Blauer. Der entwickelt gerade Leben. Ja, es tut mir zu leid für dich. Du stehst leider auf dem Speiseplan. So ist es im Kosmos. Nein, meine Planeten! Ich habe mein ganzes Leben verloren. Ah, entwickelt sich gerade wieder neues Leben. Damn. Da bin ich wohl irgendwie ein bisschen blöd in irgendwas reingestürzt. Tja, so kann's gehen. Komm her, dich brauche ich. Du bist momentan einer meiner größten Planeten. Neuer Planet. Ich meine, gut, bei 3, da kann man schon mal einer der Top 3 sein. Okay. Komm her. Komm her. Nein, nicht reinknallen. Genau, gut. Die Reise zum schwarzen Loch. Ob wir dann zerfallen und habe ich das schon gefragt? Ob wir dann im Wärmetod des Universums bis dann durchgespielt haben? Wenn wir alle Masse eingesammelt haben und dann langsam zerfallen? Bestimmt nicht. Das wäre komisch. Aber wenn ich ein schwarzes Loch bin, könnte ich theoretisch wirklich das Zentrum einer Galaxie werden. Mit ganz vielen Sonnen und jede Sonne mit eigenem Planeten. Meint ihr, das Spiel geht so weit, dass es mir das erlaubt? Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ich meine, das Gameplay an sich ist echt lustig, aber quasi diese Progression und zu sehen, wo es hinführt und wie es weitergeht, das finde ich gerade eigentlich das Spannendste an dem Ganzen. Da bin ich jetzt echt sehr gespannt. Wir brauchen nicht mehr allzu lange, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir ein schwarzes Loch. Oh oh. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ja, mit dem wollen wir was zu tun haben. Ja, komm her. Ah, ach, puh.
das hätte auch ganz anders ausgehen können. Okay, nicht mehr viel. Ich schätze, bei 4000 Masse werden wir zum Schwarzen Loch. Wir haben jetzt momentan 3900 irgendwas. Ich frage mich, ob sich dann das Gameplay verändert. Könnte natürlich sein, dass wir als Schwarzes Loch neue Regeln haben. Oh ja, okay. Oh, es ist tatsächlich so ein bisschen so, wie ich gedacht habe. Wir werden zum Big Crunch. Das Universum fällt in sich zusammen. Okay. The only thing that can defeat a black hole is an even bigger black hole. Okay, mit roten Pfeilen. Da muss ich aufpassen. Ich darf nicht in größere rote, schwarze Löcher stürzen, die mir markiert werden mit Pfeilen. Aber kleinere schwarze Löcher kann ich essen. Komm her, Planet. Oh, aber wenn wir es jetzt wirklich durchspielen, müssen wir nochmal ein neues Spiel starten. Weil dann möchte ich wirklich ein riesiges System werden. Am besten mit mehreren Sonnen und so. Das möchte ich schon ein bisschen auskosten. Oh, komm her. Köstliches Riesensonnensystem. Diese Gravitation, die hier simuliert wird, ist lustig. Puh, die Planeten, die sind jetzt beschleunigt. Kommt her, Schiffchen. Auch die Schiffchen sind ein bisschen Masse. Mensch, das meiste schleudere ich um mich rum. Wie es halt in Wirklichkeit ist. Oh, oh, da unten ist ein größeres schwarzes Loch, als ich es bin. Ich glaube, wir hauen lieber ab. Gehen wir lieber woanders hin. Gut. Andere schwarze Löcher aufsaugen ist bestimmt gut. Oh, da oben ist schon wieder ein großes. Gehen wir nach unten. Ja, ja, komm her, Sonnensystem. Einen Planeten haben wir weggemampft. Kann man sich schön vorstellen, was passieren würde, wenn so ein schwarzes Loch mal bei uns durchfliegen würde. Das wäre nicht sehr gut. Alles wird komprimiert. Das ist ja das Verrückte an Masse. Das ist ja wirklich das Coole, wenn man so an seinen Körper und den Tisch, vor dem er sitzt, auf dem er klopfen kann und so weiter denkt, dass das im Grunde einfach nur hauptsächlich nichts ist. Einfach nur Ladungen und zwischen diesen Ladungen ist ganz, ganz viel nichts. Aber für uns fühlt es sich wie feste Objekte an. Ein riesiges schwarzes Loch. Oh Gott, schnell weg hier. Nur bei schwarzen Löchern, da ist es anders. Die sind wirklich was. Da ist alles so komprimiert, dass sich die Atome tatsächlich berühren, nicht nur Ladungen sind. Das ist ja auch das, man kann andere Sachen nicht berühren. Das ist ein bisschen traurig, aber in Wirklichkeit berührt man nie irgendwas. Man spürt im Grunde immer nur die Ladung ne, von dem anderen. Aber man kann nichts wirklich berühren. Den einzigen Menschen, den man wirklich berührt, ist die Mutter, solange man noch im Mutterleib ist, über die Nabelschnur. Da ist ein echter Kontakt da. Aber auch das ist... Oh, wir sind gefressen worden. Aber auch das ist relativ... Oh nein, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Boah, das ist gemein. Aber auch das ist relativ, weil... berührt man überhaupt sich selbst? Berührt eine Zelle die andere eigentlich nicht? Naja, und so ein bisschen ist das auch im Universum. Ganz viel Nix mit ein klein bisschen irgendwas zwischendrin ab und zu. Aber ich muss besser auf große schwarze Löcher achten, das ist gefährlich. Ja, das gefällt mir, wie ich feindliche Flotten so wegsauge einfach so. Ups. Ich muss echt vorsichtiger vorgehen. Ich wachse jetzt gerade ziemlich schnell. Wow, ich habe gerade zufällig einen stabilen Orbit mit dem Planeten erschaffen. Das ist witzig. Mehr oder weniger stabil. Oh, jetzt ist er reingefallen. So kann es gehen.
cool. Oh, das war riesig, das Loch. Ja. Und somit ist alles komprimiert. Und jetzt entsteht ein neues Universum und wir sind ein Steinchen. Stimmt's? Ja. Na gut, cool, Leute. Dann machen wir jetzt hier mal kurz Schluss. Aber beim nächsten Mal spielen wir wirklich noch eine Runde. Und diesmal werde ich zu einem Achterstern und sammle dann so viel Planeten wie möglich und für Krieg. Einfach mal so noch zum Testen. Mach's gut.